Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 15. Und ja, wir sind gerade mal ein bisschen am Rumgucken. Also es hat immer noch nicht angefangen zu regnen. Das enttäuscht mich ja so ein bisschen. Und ja, wir haben hier in der letzten Folge oder in den letzten Folgen haben wir hier so ein bisschen was aufgebaut. Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Ich wollte hier nochmal so ein bisschen rumprobieren und danach gucken wir mal, ob wir das alles so gebacken bekommen. So, ich möchte auch mal ganz kurz hier zu den Kühen schauen. Da haben wir ja auch ordentlich aufgerüstet. So, gucken wir mal rein. Gehen sicher, dass Stroh und Futter alles noch sicher ist, also alles noch überall noch genug von da ist. Also es sieht erstmal sehr gut aus. Wir haben hier ja auch eine kleine Anzeige. So, 30 Kühe. Wieso haben wir hier 0% Produktivität? Futterdruck, Silage, Gras. Muss das alles da rein? Also wir können ja mal gucken, dass wir auch von den beiden anderen, also das, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass gehofft, dass eine Mischration alles abdeckt, aber vielleicht ist das auch nicht so. Wir können ja hier mal eine Ladung. Eine Ladung von dem, von der Silage da reingeben. So, cool. Essen ist unterwegs. So, machen wir mal 2/3 hier rein. Und da hinten auch noch. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber manchmal ist das dann da hinten ein bisschen leer und hier dann nicht. So, dann sollten die doch eigentlich, also dann haben wir hiervon und dann meinetwegen nochmal Gras, da können wir ja hier auch mal, ich glaube, zwei Heuballen reinhauen. So, das wird jetzt lustig werden, denn dafür müssen wir hier einen Turm umkippen. Also ich werde versuchen, hier nur so einen halben umzukippen. Aber irgendwie müssen wir da ja rankommen. So, ich hoffe, das wird keine Kettenreaktion geben. Oh. Fall doch! Ach, komm schon! Vorsicht, Vorsicht. So, eigentlich sollte die andere Seite, aber so geht's auch. So, bloß nicht die Strohdinger umkippen, sonst haben wir so schön hier alles hingestellt. Das wäre dann alles für die Katz oder für die Kuh. So, den hätte ich auch mal ein bisschen besser hinstellen können. So, eins. Gibt's da eigentlich eine Grenze von den Trögen und von dem Stroh her, wie viel da drin sein kann?
mich auch mal interessieren. Ah, Mann. Ah, aufpassen. Ah, nee. Nochmal kurz hochnehmen. Scheiße. Den müssen wir von der anderen Seite da reinschieben. Wie kann denn der da auf der Kante stehen bleiben? Was? Ein Müll? So, gucken wir mal ganz kurz. Ja, 66%. Also das ist genau so gemacht, dass da drei Ballen reinkommen. Das ist schon mal, finde ich schon mal gut. Da muss man da nicht immer rätseln oder zweieinhalb und dann geht die Hälfte verloren oder sonst irgendwie was. Ja, okay, alles andere hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht. So, warum ruckelt das jetzt so abnormal? Alter. So. Lass den Turm noch stehen. So. Ja, danach können die Kühe dann eigentlich nicht mehr klagen, dass da irgendwas nicht stimmt. Wir werden danach auch nochmal richtig viel Stroh da reinhauen. In den, da freue ich mich jetzt schon drauf, in dieses Strohdingens. So, zwei Drittel wieder hier. So, hier direkt in die Kuh rein am besten. Mach mal Mund auf. Okay, will sie nicht. So, und der Rest dann hierhin. So, Futter, Silage, Gras, alles da. Produktivität 100%. So soll es sein. Stroh ist ein bisschen am Schwächeln. Ich finde, wir können dann erstmal hier alles richtig schön auffüllen. Dann haben wir da nämlich erstmal nichts mehr mit zu tun. So, das hier ist immer meine Lieblingsaufgabe. Das will nämlich nie so funktionieren. Na, was heißt nie so funktionieren? Wir haben das erst ein, zwei Mal gemacht. So, jetzt dürfen wir nämlich auch erstmal ein Türmchen umkippen bei dem Stroh. So, wenn wir hier so reinfahren, ne, vielleicht fällt dann nur die Hälfte um. Ja, so schieben wir das ein bisschen zur Seite, dann ist es separat. Sehr schön. Also das lief nach Plan. Boah, wie viel Stroh wir haben. Haben wir ganze Arbeit geleistet. So, das Einzige, was ein bisschen wenig ist, das ist Silage. Aber es ist am Wachsen und das soll ja dann als nächstes kommen. So, und den, das wäre, glaube ich, geil, wenn wir den so ein bisschen umstellen können. Sonst müssen wir da immer so in dem bestimmten Winkel so ranfahren. Das ist auch doof. So, das ist besser. Ein bisschen zurück, 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 zurück. So, jetzt. Ja.
Ja, so passt es sehr gut. So, hat er auch schon in der Anzeige, also Tür zu, dann wird er rangeschoben. Sauber, auch wenn der da grafisch gesehen ein bisschen Probleme hat. Aber gut, da können wir auch nichts für. Tür öffnen. So, ich würde dann ganz gerne den Kram hier loswerden. Stroh, Stroh, Stroh. Wieso kann ich hier jetzt nicht auskippen? So, dann direkt mal den nächsten. Stellen wir uns genau wieder so hin. Scheiße, vielleicht hätten wir das aufmachen sollen. Mist. So ist das besser. Ich hoffe, wenn man den so reinmacht, ist das kein Problem. Aber ich schätze mal nicht. So pingelig dürfte das Spiel nicht sein. Müsste passen, ne? Müsste passen. So, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber dann schleudern wir es mal auf die andere Seite. Oder hier voll auf die Kuh. Wie gemein. Hier da hinten. So, ein bisschen Strohdusche. So, gucken wir nochmal, wie sieht's aus. 15, Futtertrog. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Misthaufen, ja, also wir können hier auch ruhig noch einen Strohballen. Haben wir nämlich erstmal genug. Vielleicht nehmen wir mal den, der da hinten am Zaun noch liegt. Der ist uns nämlich dann irgendwann mal so ein Dorn im Auge. Deswegen müssen wir den mal wegnehmen. Oh ja, Mist ist noch nicht so richtig viel, ne? Muss man noch ein bisschen warten. So. So, dann haben wir hier auch alle Strohdinger weggeräumt. Alle Strohballen. So, dann drehen wir mal kurz. Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen so anfahren. So. Tür schließen. Noch ist er nicht erkannt, aber
Jetzt. Nicht gerade der beste Platz zum Wenden, aber es ist schon alles okay. Willst du mich verarschen? Also, es gibt ein Maximum. Also, das, ja. Des Futterdrucks vor allem. Finde ich ja schön. Dabei ist das eigentlich. Dabei ist das nicht der Futterdruck, sondern eigentlich das Stroh, ne? Super. So, kein Problem. Ja, ich würde sagen. Dann machen wir mal ein kurzes Päuschen. Nächste Folge würde ich dann ganz gerne auch die Futtertröge auf Maximum bringen. Dann machen wir nochmal eine Mischration. Und dann gucken wir mal, was so Schönes ansteht. Vielleicht hat es dann schon angefangen zu regnen. Wir werden sehen. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, Leute. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dann.